Moin zusammen, willkommen zurück. Wir sind wieder hier auf der NF Marsch unterwegs. Ja, unser Düngerstreuer ist inzwischen am Hof angekommen und wie gesagt, wird der jetzt hier die Ballenpresse ran geklöppelt bekommen. Das heißt, wir stellen den mal kurz hier ab. Dann macht er eben Ballenpressen und der Fast Truck, wenn der fertig ist, okay, ich hier renne hier rum, wenn der fertig ist, wird dann die Ballen einsammeln. So, wir können hier aber hier schon mal alles vorbereiten. Du fährst auf die 47. Und genau, dir geben wir gleich, aber hier müssen wir den Wegpunkt eintragen. Wir werden den nämlich gleich mit Autodrive hochfahren lassen und dann soll er automatisch loslegen mit dem Pressen. Das ist ja auch der Grund, warum wir den Kurs gespeichert haben. Und zwar Feld 47 Schwader. Kurs. Laden. So, Lohndienstleistung auf Feld 49 abgeschlossen. Sehr gut. So, jetzt müssen wir hier das anmachen. Das anmachen. Dann gucken wir doch mal, was hier so los ist. Ach, das war der hier. Das war der Pflug. haben wir noch Pflügemissionen? Noch eine. Feld 19. Gut, Kollege, du weißt, was das heißt. Feld 19, bitte. So, den schon mal raus. Hier fährt einer zurück. Ja, guck mal, der ist wirklich fast fertig. Der ist im Vorgewende. Oh, 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 oh. Unfall. Au. So, dann müssen wir den hier wieder starten. So, hoffen wir mal, dass das dann wieder einigermaßen gut geht. Jetzt müssen wir eigentlich... Oh, hallo. Wir müssen auf den hier warten, bis der fertig ist. Und dann können wir kurz zum Hof runterrasen, uns den Ballenanhänger holen, weil bis dahin sollte dann die Presse schon die ersten Ballen produziert haben. Wir sollten aber, warte mal, wir müssen den mal kurz anhalten. Ballengröße. Da machen wir, na klar, bei Heuballen die größten, die es gibt. Damit wir möglichst wenig wegfahren müssen. So, der ist unterwegs, der ist wieder zurück. Können wir mal ausmachen. Ja, Quader, beeil dich. Damit wir hier vorankommen. Ja, dann schauen wir mal, wie viel Heu dann wieder für uns übrig bleibt am Ende. Denke mal, das dürfte wieder das eine oder andere Literchen sein. So, kommt unser Ballenpresser schon irgendwo da hinten? Ja, ich sehe ihn noch nicht. Ich sehe ihn noch nicht. So, jetzt lass uns aber mal gucken. Haben wir hier noch irgendwo interessante Erntemissionen? Außer Zuckerrüben. Ja, wir hätten noch mal Sonnenblumen. Nochmal Sonnenblumen. Naja. Sonnenblumen halt. Ja, der Schwaden, das dauert halt seine Zeit. Aber guck mal, da hinten kommt die Presse schon angerauscht. Das heißt, die fährt gleich an uns vorbei, startet am ersten Wegpunkt und
legt kräftig los. Ja, wir werden auf jeden Fall die erste Fuhre Ballen heute noch wegbekommen. Das schaffen wir auf jeden Fall. So, wie weit müssen wir jetzt da noch? Ja, ist doch schön, wenn hier so langsam alles herbstlich, winterlich wird. Mal gucken, wie der Winter hier in Nordfriesland wird. So, da vorne sehe ich schon das Ende. Das ist sehr gut. So, du traust dich jetzt nicht vorbei bei uns, ne, oder? Ja doch, er fährt langsam, aber er kommt vorbei. Das ist gut. Das ist jetzt nicht so gut, was du da machst. Naja. So schlimm war es jetzt auch nicht. So, wir können hier mal abschließen. So, das heißt, jetzt für uns, den Schwader, den schmeißen wir auch da aufs Nachbarfeld. Dann geht es runter zu unserem Hof. Wir holen unseren Ballenwagen. Und dann wird gesammelt hier. Oh, warte mal, da müssen wir kurz... Oder ne, wir holen erst den Ballenwagen und wenn, wenn der dann auf dem Weg zurück ist, dann werden wir schnell den Flug auf der 19 in Gang setzen. Und sonst verlieren wir da wieder zu viel Zeit. Und das ist selbstverständlich nicht so gut. Helfer D hat einen vollen Korntank. Ja, da wird bestimmt gleich ein Abfahrer kommen. Keine Angst. So, guck mal, da sind wir gleich am Hof. Und guck mal, der Case presst schon Ballen. Sehr schön. Ja, dann gucken wir mal, wie viel wir da runterbekommen. Beziehungsweise wie viel am Ende übrig bleibt für uns. Das geht wirklich dann komplett in die Mischfutterproduktion wieder rein. So, einmal den hier. So. Dann stellen wir den noch hier auf die Straße. So, dann fährst du mir hoch und wir schauen, wo... Ah, hier. Kommt der wieder ein bisschen Arbeit. Erster Wegpunkt. So, hier ist Abfahrer unterwegs. So, ja, dann
rein in das Powergefährt, rundum leuchten an und Ballen sammeln. Können ja schon mal Arbeitsstellung B. Dann machen wir einmal B. Ja, mal schauen. Ich schätze mal, bis Ende der Woche dürften wir auf jeden Fall die Düngeproduktion in Besitz haben. So viel oder so weit ist das ja gar nicht mehr. So, schauen wir mal, was wir hier schon an Ballen liegen haben. Oh ja, das sind auf jeden Fall schon welche. Im Volldrift hier wieder über den Acker. Zwei Bahnen haben wir quasi schon. Die Presse ist auf der dritten. Oh, das geht, glaube ich, ganz gut voran. Und wir haben 10 Ballen. Das ist auch schon heftig. So, eingeholt. Aber das ist doch ein schönes Bild hier. So, zack. Haben wir das auch schon erledigt? Haben wir was fürs Thumbnail? So, ja, komm, bevor der jetzt hier, lass uns einmal schauen. Genau, wir gucken erstmal in die Produktion. Zuckerrüben, ja, geht noch. Hier. Passt auch noch was rein. Die Mischration läuft auch gut. Ja, da können wir eigentlich auch verkaufen und könnten da Geld machen. Aber wir gucken, dass wir es über die Mission rausbekommen. So, guck mal, der ist voll. Also das sind wir. Hier, das läuft auch. Da ist wieder einer voll. Und der ist hier fleißig am Pressen. So, dann würde ich aber sagen, wir sammeln mal weiter. Müssen wir gleich mal schauen, wo wir die Sachen hinbringen müssen. Gärtnerei. Ja gut. Das kennen wir.
So, was haben wir? 20 Ballen. Da schaffen wir es sogar heute vielleicht noch die erste Fuhre wegzubringen. Spätestens zu Beginn der nächsten Folge. So. So, wir brauchen noch 5 Stück, bitte. Kann ich dir den hier direkt raus? Guck mal, ich klau den direkt aus der Presse. Ha. So, 3 bitte. Wir sind da mit einem Wagen schon ziemlich weit, muss ich sagen. Wieso lädst du den jetzt nicht? Hallo? Achso, gut, ich war nicht nah genug dran. So, 28 Ballen, Abflug! Abflug Richtung Gärtnerei. Achso, da fährt einer tanken. Ja gut, das darfst du machen. Ja, es ist so zum Abfahren und so ist, na klar, so ein Fast Truck nicht das Schlechteste. Helfer A wird durch ein Objekt blockiert. Wer fährt denn gerade nicht? Der Europa Tiger, ne, der ist aber voll. Ja, sonst müssen wir gleich mal schauen. Wir laden erstmal schnell ab. Dann haben wir die, wir müssen die in Transportstellung mal geben. Und wenn wir den dann zurückfahren lassen, können wir ja einmal noch schnell eine Runde durch die Fahrzeuge tappen und gucken, wo noch was, wo es Probleme gibt. So, wie war denn das? Hier konnte man doch, glaube ich, auf dem Anhänger entladen, oder? So, guck mal, dann lassen wir den einmal losfahren und wir schauen. Der ist unterwegs, der fährt, der fährt. Der wartet, der... Okay, hier war also das Problem. Ich würde sagen, ich kümmere mich da jetzt gleich noch so ein bisschen drum, dass das hier weitergeht. Und, ja, ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Macht es gut, bis dahin.